14. Kapitel. Am nächsten Abend saß König Mansulein wieder auf seinem Thron im Thronsaal. Der Hase stand neben ihm mit einem Ohr unter dem Bart und nickte zufrieden. »Es sitzt wieder richtig«, sagte er feierlich. »Es geht wie früher.« Die Tiere saßen um den Thron, der dreiköpfige Drache stand dahinter und das Schaf lag auf dem weißen Bart, der zu Füßen des Königs wie ein Mantel auf dem Boden gebreitet war. Der Zwerg saß auf der Ofenbank und der Wunderdoktor auf einem Stuhl gegenüber dem Thron. König Mansulein sprach: »Ich danke euch Tieren, dass ihr gekommen seid. Eure Erzählungen haben mir das Leben gerettet. Ich danke dem Hasen für seine Sorge und Pflege.« Der Hase strich sich über seine Barthaare. »Und ich danke dem Zwerg dafür, dass er die 4 alten Bücher zurückgebracht hat.« Der Zwerg murmelte etwas in seinen Bart. »Es war wie ein Traum, die alten Geschichten wieder zu hören, und nun bin ich erwacht. Aber vor allem will ich dem Wunderdoktor danken. Er hat das Schlüsselkraut geholt. Er hat die größten Gefahren bestanden. Darum soll die letzte Geschichte, die hier erzählt wird, die Erzählung des Wunderdoktors sein.«